Monsieur le Président de la Confédération, Madame la Conseillère fédérale, Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette conférence de presse. Le Conseil fédéral va commenter les résultats de la votation d'aujourd'hui. Avant de passer la parole à Madame la Conseillère fédérale, nous prendrons les objets dans l'ordre que vous connaissez, celui de la brochure des explications du Conseil fédéral ou de l'application Vote Info. Cette information encore, pour la première fois depuis 2019, on pouvait également voter de manière électronique dans trois cantons qui avaient repris un essai. Cette procédure s'est déroulée sans accroche et a pu être menée à bien comme c'était prévu. Madame la conseillère fédérale, je vous donne tout de suite la parole sur le premier objet qui était l'imposition minimale de l'OCDE. Vous avez la parole. Ich danke Ihnen, Herr Vizekanzler, Herr Bundespräsident, Herr Bundesrat, geschätzte Damen und Herren. Die Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben heute die Vorlage vom Bundesrat und Parlament zur Einführung der OECD-Mindestbesteuerung klar angenommen. Konkret haben 78,5 der Stimmenden der entsprechenden Verfassungsänderung zugestimmt, 21,5% haben sie abgelehnt. Auch sämtliche Stände haben die Vorlage gut geheißen. Damit haben sich die Stimmbevölkerung und die Stände dafür ausgesprochen, dass große international tätige Unternehmensgruppen künftig auch in der Schweiz mit mindestens 15% besteuert werden. Und sie haben dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, diese Reform mit einer Verordnung umzusetzen. L'acceptation de cet arrêté fédéral permet au Conseil fédéral de mettre en œuvre le projet de l'OCDE et du G20 sur une imposition minimale de 15% pour les grands groupes d'entreprises multinationaux en Suisse et de le faire au moyen d'une ordonnance. En choisissant cette approche, la Suisse peut mettre en œuvre la réforme en même temps que d'autres pays économiquement importants, ce qui évite de perdre des recettes fiscales au profit de l'étranger. Der Weg über die Verordnung ermöglicht es dem Bundesrat, die Mindestbesteuerung gleichzeitig mit anderen Staaten, so insbesondere den EU-Mitgliedstaaten, einzuführen. Damit kann sichergestellt werden, dass die Schweiz keine Steuerannahmen ans Ausland verliert, und wir schaffen zudem Rechtssicherheit und stabile Rahmenbedingungen, was für den Erhalt der Standortattraktivität und damit auch der Arbeitsplätze zentral ist. Wie Sie wissen, hatten auch alle Kantonsregierungen die Vorlage zur Annahme empfohlen. Volk und Stände sind heute also nicht nur Bundesrat und Parlament, sondern auch den Kantonen gefolgt. Ihre Zustimmung ist damit auch Ausdruck des Vertrauens, dass Bund und Kantone mit den Mehreinnahmen verantwortungsvoll umgehen können. Daran werden Sie auch gemessen werden, wenn bei der Erarbeitung des späteren Gesetzes erneut über die Verteilung der Mehreinnahmen diskutiert werden kann. Wie geht es jetzt aber weiter? Bekanntlich haben sich rund 140 Länder zu dieser OECD-Mindestbesteuerung bekannt. Geplant ist derzeit eine Umsetzung per 1. Januar 2024. Namentlich die EU hat ihren Mitgliedstaaten diesen Zeitplan in einer Richtlinie vorgegeben, aber auch Staaten wie Großbritannien, Kanada und Japan sehen vor, diese Besteuerung per 1. Januar 2024 einzuführen. Wie bereits erwähnt, erlaubt es die heute angenommene Vorlage, dem Bundesrat die Mindestbesteuerung mittels einer Verordnung per 1. Januar 2024 einzuführen. Der Bundesrat wird den internationalen Umsetzungsstand bei seinem Entscheid über die Inkraftsetzung der Verordnung aber selbstverständlich berücksichtigen. Die Verordnung wird sich auf die Eckwerte stützen, die mit der heutigen Abstimmung in einer Übergangsbestimmung der Verfassung festgelegt wurden. Zu diesen Eckwerten gehört, dass die Mindestbesteuerung von 15% mit einer Ergänzungssteuer sichergestellt werden kann und dass die Erträge aus dieser Ergänzungssteuer zu 25% dem Bund und zu 75% den Kantonen zukommen. Die konkrete Umsetzung wird in der Verordnung selber geregelt. Ein erster Teil wurde bereits im letzten Jahr vernehmlasst. Die Vernehmlassung zum zweiten Teil hat der Bundesrat im Mai eröffnet. Sie dauert bis im September. Wir werden anschließend die beiden Teile zusammenführen und dabei auch weitere allfällige technische Anpassungen der OECD berücksichtigen können. Falls der Bundesrat die Verordnung per 1. Januar 2024 in Kraft setzt,
gilt die Mindestbesteuerung für große international tätige Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 750 Millionen Euro erstmals für die Geschäftsjahre ab 2024. Signore e signori, con l'odierno sì al progetto del Consiglio federale e del Parlamento, l'esecutivo può attuare mediante ordinanza l'imposizione minima e lo farà tenendo conto dello stato di attuazione sul piano internazionale. Se l'ordinanza verrà posta in vigore il 1 gennaio 2024, l'imposizione minima del 15% per le grandi imprese attive a livello internazionale che realizzano una cifra d'affari superiore a 750 milioni di euro si applicherà per la prima volta agli esercizi che iniziano nel 2024. Ich möchte zum Schluss nochmals darauf hinweisen, dass der Bundesrat dem Parlament innerhalb von 6 Jahren nach Inkrafttreten der Verordnung eine Gesetzesvorlage unterbreiten muss, mit der die Verordnung abgelöst wird. In diese Gesetzgebungsarbeiten werden auch die ersten Erfahrungen mit der Mindestbesteuerung und insbesondere mit der Verteilung und Verwendung der Einnahmen aus der Ergänzungssteuer einfließen können. Wir wissen dann auch besser, wie viele zusätzliche Steuererträge mit der Mindestbesteuerung überhaupt generiert werden können. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Merci, Madame la Conseillère fédérale. Nous prenons vos questions sur ce premier thème. Madame Facchi. Bundesrätin Keller-Sutt, ich habe eine Frage genau zu der Gesetzgebung, die dann folgen muss. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie die Gesetzgebungsarbeiten nicht vor 2027 oder 2028 beginnen werden, weil erst dann weiß man ja wirklich, wie die ersten Erfahrungen sind? Also ich würde jetzt nicht von 7 oder 28 sprechen, aber intern, das ist jetzt Stand heute, haben wir einmal diskutiert, dass man die Veranlagung 26 abwartet. Weil dann hat man ein etwas genaueres Bild auch über die Erträge. Das würde sich wahrscheinlich lohnen. Wir hätten dann immer noch genügend Zeit, weil letztlich ist der Verordnungstext die Basis für die Überführung ins ordentliche Recht. Natürlich wird dann vor allem noch einmal die Verteilung diskutiert, aber es macht Sinn, dass man einfach gewisse Erfahrungen auch auswerten kann. Also das ist Stand heute. Vielleicht werden wir noch gescheiter. Oui, monsieur. J'aurais deux questions, je vous pose déjà la première. Est-ce qu'un score pareil, ce n'est pas aussi un plébiscite en faveur d'une taxation plus élevée pour les grandes entreprises en Suisse ? Alors écoutez, c'est un peu difficile à dire oui, parce que je crois qu'un élément qui était essentiel aussi dans cette votation, c'était le fait que la population savait que lorsqu'il n'y avait pas, la Suisse n'introduisait pas cet impôt minimum, les autres États pouvaient quand même garder les recettes de la différence. C'est-à-dire c'est l'impôt complémentaire qui garantit que les recettes restent en Suisse. Et je crois que c'était un peu l'argument quand même principal. On a parlé aussi de la stabilité, de la place économique. On a parlé aussi de la sécurité de droit. Mais je crois que le fait de savoir que les autres États pouvaient garder les recettes, si nous, on n'introduisait pas cet impôt minimal. Je crois que ça a quand même aussi apporté la décision. Deuxième question, je vous prie. Remercie. Et ma deuxième question, ce serait au sujet de la crainte qu'avait exprimé le PS, qui aurait aimé que davantage d'argent aille à la Confédération et moins au canton. Il craignait une répartition inéquitable entre les différentes régions de la Suisse. Aujourd'hui, vous pouvez être rassurante à ce sujet-là. Alors écoutez, maintenant le peuple a dit oui avec 78,5%, c'est quand même un taux d'acceptation qui est très fort. Et je crois qu'on a beaucoup discuté de cette répartition. Et le peuple a décidé d'adopter le projet en connaissance de cette répartition. Mais moi j'ai toujours dit que j'étais ouverte à la discussion de la clé de répartition, parce qu'une fois que le Conseil fédéral présentera son projet pour mettre en œuvre ou bien pour transmettre ou transférer l'ordonnance en droit ordinaire, on pourra rediscuter. Mais à ce moment-là, on a aussi un peu les expériences qu'il faut pour le faire. D'une part, les recettes, parce que ça, c'est vraiment une estimation très vague. Et puis d'autre part, il y a toujours la possibilité pour les cantons, les communes et la Confédération et le Parlement, bien sûr, de rediscuter la clé de répartition. Merci. Y a-t-il encore des questions, Monsieur Berger ?
Est-ce que le niveau minimal de 15% va rester au niveau international ou est-ce que vous craignez qu'il soit relevé un jour ou l'autre? C'est une très bonne question. Une fois qu'il y a un taux minimal qui est établi, il y a aussi bien sûr des discussions, enfin, certes, qui vont arriver autour d'une augmentation, parce qu'on avait commencé à l'époque à l'intérieur de l'OCDE avec une discussion qui était à 21%. C'était les États-Unis qui avaient présenté ce projet. Et puis après, il y a eu un consensus autour de 15%. Mais je dirais que je ne l'exclus pas. Pas tout de suite, mais je ne l'exclus pas. Madame Kleck. Ja, wir haben ja jetzt über die zweite Säule des OECD-Besteuerungsprojekts abgestimmt. Jetzt gibt ja noch die erste Säule, die sogenannte Marktstaatenbesteuerung. Ein Abkommenstext wird nächstens vorgelegt. Ich habe zwei Fragen dazu. Wird die Schweiz erstens das Abkommen unterschreiben und auch ratifizieren? Und zweitens, glauben Sie, dass dieses Projekt zum Fliegen kommt, dass auch die USA beispielsweise mitmachen? Also wir haben jetzt, Frau Kleck, heute mindestens die Verfassungsgrundlage geschaffen, damit wir auch hier frei sind und dieses Projekt übernehmen können. Aber der Bundesrat hat es noch nicht entschieden. Es liegt auch noch nicht vor. Es ist sehr kompliziert. Also die Verhandlungen zwischen den Staaten hier sind ja relativ intensiv. Und wenn ich mit den Kolleginnen und Kollegen spreche, herrscht sehr viel Skepsis rund um diese erste Säule. Also das ist noch nicht im Trockenen und der Bundesrat wird entscheiden, wenn es im Trockenen ist und auch angesichts etwas der Haltung der anderen Staaten, ob wir dieses Projekt übernehmen werden oder nicht. Was die USA dann machen, das kann ich Ihnen nicht sagen. Oder? Das ist relativ offen. Es ist auch so bei der zweiten Säule. Ich habe mit der Finanzministerin gesprochen. Sie sind eigentlich willig, die Regierung Biden dieses Projekt zu übernehmen. Aber bis jetzt ist das nicht möglich gewesen. Die USA kennt aber eine Mindestbesteuerung. Eine andere, einfach kumuliert, also es wird totalisiert auf 15%. Merci. Y a-t-il encore des questions sur ce premier thème? Si ce n'est pas le cas, je vous propose de passer à la loi sur le climat. Monsieur le Conseiller fédéral, vous avez la parole. Danke, sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrte Frau Bundesrätin, geschätzte Damen und Herren Medienschaffende. Die Stimmbevölkerung hat heute das Klima- und Innovationsgesetz angenommen, und zwar mit 59,1%. Die Bevölkerung ist damit der Empfehlung von Bundesrat und Parlament gefolgt. Mit dem Jahr von heute, hat die Bevölkerung ein ambitioniertes Ziel gesetzt. Unser Land soll bis 2050 klimaneutral werden. Das bedingt, dass der Verbrauch von Erdöl, Benzin und Erdgas stark reduziert wird. Ölheizungen sollen durch Pelletheizungen oder Wärmepumpen ersetzt werden, Benzin- und Dieselfahrzeuge durch Elektroautos und in der Industrie soll statt Erdöl und Erdgas vermehrt auf Strom oder Wasserstoff gesetzt werden. Mit dem Jahr von heute wird die Bevölkerung auf diesem Weg finanziell unterstützt. Zudem werden auch die Firmen, die speziell dafür tätig sind, mit Innovationen unterstützt. Klimapolitik fängt mit Energiepolitik an. Mit der Klimapolitik soll es also vorwärts gehen. Sie fängt aber mit der Energiepolitik an. Das gilt mit dem Entscheid von heute mehr denn je. Wenn wir viele Bereiche immer stärker elektrifizieren wollen, müssen wir unbedingt mehr Strom in der Schweiz produzieren. Wir brauchen neue Stauseen und wir brauchen Solaranlagen und Windparks. Das Ja von heute ist deshalb für den Bundesrat und die Strombranche ein Auftrag, beim Ausbau der einheimischen Produktion vorwärts zu machen. Netto Null ist nur zu haben, wenn wir in der Schweiz mehr Strom produzieren. La politique climatique commence par la politique énergétique. Le zéro net ne peut être atteint que si nous produisons davantage d'électricité en Suisse. Le oui d'aujourd'hui est donc aussi un mandat clair au Conseil fédéral et au secteur de l'électricité à aller de l'avant et de développer la production d'énergie locale. Wir können uns natürlich nicht einfach auf Importe verlassen. Dafür ist die Situation in Europa zu angespannt. Wenn in Europa der Strom fehlt, beeinträchtigt dies auch unsere Versorgungssicherheit. Und zwar auch dann, wenn wir ein Stromabkommen mit der EU haben.
Darum ist es nach dem Jahr von heute so wichtig, dass wir in der Schweiz rasch ausbauen und genügend Reserven vorbereiten. So können wir auch den Bedenken Rechnung tragen, die von den Gegnern des Klima- und Innovationsgesetzes vorgebracht worden sind. Der Ball liegt beim Parlament, das derzeit den sogenannten Mantelerlass diskutiert. Mit dem Gesetz sollen neue Stauseen, große Solaranlagen, Windparks und Biogasanlagen dort, wo es sinnvoll und insbesondere landschaftsverträglich ist, schneller realisiert werden können. Zu den nächsten Schritten. In der Klimapolitik ist zunächst ebenfalls das Parlament am Zug. Das neue, sich im Ständerat befindende neue CO2-Gesetz ist nämlich im Parlament bereit. Es sieht vor, dass die Schweiz den CO2-Ausstoß bis 2030 gegenüber 1990 halbiert. Ich hoffe, dass das Parlament nach dem Jahr von heute diesbezüglich zügig vorwärts macht. Und ich hoffe auch, dass das Parlament nahe bleibt am Vorschlag des Bundesrates und die Vorlage jetzt nicht überladet. Neue Abgaben oder die Erhöhung bestehender Abgaben hätten es, das hat die Vergangenheit gezeigt und auch die heutige Abstimmung im Vergleich zur damaligen CO2-Abstimmung, schwer in einer weiteren Abstimmung. Der Bundesrat wird nun die Umsetzung des Klima- und Innovationsgesetzes an die Hand nehmen. Der Bundesrat muss in der Verordnung insbesondere regeln, wie die Mittel für den Heizungsersatz eingesetzt werden. Hier können wir einen wichtigen Beitrag für die Versorgungssicherheit leisten, indem wir genügend Mittel bereitstellen, damit die Bevölkerung ineffiziente Elektroheizungen ersetzen kann. Darauf werde ich Priorität setzen. Wenn uns das gelingt, können wir viel Strom einsparen, vor allem im Winter. Sehr geehrte Damen und Herren, der Entscheid von heute ist für den Bundesrat ein klares Signal, die einheimische Stromproduktion auszubauen. Nur dann gelingt die Dekarbonisierung, wie sie die Bevölkerung heute entschieden hat. Bundesrat und Parlament haben dafür bereits verschiedene Maßnahmen vorbereitet. Am Ende hat dann aber wieder die Bevölkerung nach Bedarf im Rahmen von Referenden das letzte Wort, so wie es sich in der Schweiz gehört. Merci, Monsieur le Conseiller fédéral. Nous prenons vos questions sur ce thème. Monsieur Berger. Rushdie, c'est une victoire pour le Conseil fédéral. Est-ce que c'est aussi une victoire personnelle pour vous? Je me réjouis pour le Conseil fédéral et la majorité du Parlement qu'on a gagné avec les deux autres votations. Y a-t-il d'autres questions? Madame Facchi. Ja, Herr Rösti, es war Ihr erster Abstimmungskampf als Bundesrat. Sie freuen sich für den Bundesrat, haben Sie eben gesagt. Gegen Ende des Abstimmungskampfes sah es ein bisschen knapp aus für das Klimaschutzgesetz. Im Normalfall sind Bundesrätinnen und Bundesräte dann geradezu erpicht darauf, nochmal in den Medien zu weibeln für das entsprechende Gesetz. Wäre es böswillig, Ihnen eine gewisse Passivität oder Zurückhaltung zu unterstellen? Ja, das wäre böswillig. Ich war in engem Kontakt mit den Befürwortern dieses Gesetzes, also mit der Kampagnenleitung, und wir haben diese gegenseitigen Aktivitäten so abgesprochen. Und ich habe mein Engagement im Rahmen eines normalen Engagements für eine solche Abstimmung geführt. Monsieur Feusi. Ja, Herr Bundesrat, Sie haben jetzt betont, es braucht genügend Strom, das sagen Sie seit Januar, und Sie haben aber dann nur erwähnt, es braucht Stauseen, Solaranlagen, Windparks und Biogasanlagen. Wenn das nicht reicht, was macht dann der Bundesrat und wann wissen wir, ob das reicht oder nicht? Wichtig ist, und das habe ich vorhin erwähnt, dass wir mit diesem Mantelerlass, der hoffentlich im September im Parlament bereinigt werden kann und in die Schlussabstimmung kommt, dass wir den jetzt gut durchbringen, auch ein allfälliges Referendum überstehen würden. Und dann kann rasch produziert und zugebaut werden. Es ist neu für die schweizerische Gesetzgebung, dass in einem Gesetz einzelne Projekte, die gegenüber dem Naturschutz bevorzugt werden sollen, drinstehen, dass Vorzugsgebiete im Gesetz vorgesehen sind, dass man hier die Güterabwägung, die früher die Gerichte gemacht haben, jetzt bereits auf Gesetzesstufe festlegt. Wir haben gleichzeitig zwei Beschleunigungsvorlagen, Windexpress, Solarexpress. Und wenn Sie fragen, wann es sich entscheidet, ob das ausreicht, das wird in den nächsten Jahren sein. Es ist natürlich der Rechtsstaat, der gilt, den können wir nicht aushebeln. Und wir werden sehen, ob diese Trotzbeschleunigung, ob diese Projekte
weiterhin oder viele Projekte dann blockiert werden oder ob sie gebaut werden. Und dann, wenn das nicht der Fall sein sollte, ich bin zuversichtlich, wenn das Gesetz so verabschiedet wird, dann müssten wir sicher über die Bücher, ob es auch andere Technologien braucht. Prochaine question, Monsieur Berloch. Es sieht ein bisschen nach einem Stadt-Land-Graben aus. Vereinzelte Exponenten haben das auch so angedeutet, dass sie das so sehen. Wie sehen Sie das und wie interpretieren Sie es, dass große Landgemeinden, zumindest vielleicht nicht alle, eher Nein gesagt haben, weil die Bevölkerung vielleicht eher betroffen ist von den Maßnahmen, aber auch eher vom Klimawandel betroffen ist? Ich gehe schon davon aus, dass dort, wo Sie eher jetzt das Nein-Tendenz überwiegt, dass dort natürlich die Betroffenheit von den Maßnahmen überwiegt hat. Und vielleicht die Notwendigkeit der Prävention, die ich auch immer in der Kampagne in den Vordergrund gestrichen habe, etwas weniger beachtet habe. Aber es ist natürlich so, ein KMU, ein Landwirtschaftsbetrieb, eine Familie ohne direkten Anschluss an den ÖV hat vielleicht hier mehr Konsequenzen befürchtet. Das ist eine denkbare Erklärung, aber wir wollen doch die Auswertung, die Befragung nach der Abstimmung noch abwarten. Merci. Y a-t-il encore des questions sur ce thème? Ça n'est plus le cas, donc je vous propose de passer à la loi Covid. Monsieur le Président de la Confédération, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur. Pardon, Madame la Conseillère fédérale, Monsieur le Conseiller fédéral, Monsieur le Vice-Chancelier, Mesdames, Messieurs. Le peuple suisse a donc accepté à une très large majorité, on va dire large aujourd'hui, parce que très large, elle est plutôt pour l'OCDE en fait, à une large majorité la prolongation de la loi Covid-19. C'est la troisième fois que la population soutient cette loi dans les urnes et soutient ainsi avec cela la politique du Conseil fédéral. Et c'est une bonne nouvelle pour plusieurs raisons. Tout d'abord pour les personnes vulnérables. La pandémie touche à sa fin, elle est terminée en fait, mais le virus, lui, circule encore et peut poser problème aux personnes les plus fragiles. Et la responsabilité que nous avons dans ce cadre est évidemment de donner un cadre solide à ces personnes. Et la prolongation de la loi permettra à la Confédération d'importer et de proposer des médicaments contre les maladies liées au Covid, même s'ils n'ont pas encore été autorisés, dans le cadre prévu jusqu'à l'été 2024. C'est également, je crois, une bonne nouvelle pour les personnes qui voyagent, et que ce soit d'ailleurs à titre privé ou à titre professionnel. Avec cette loi, il sera possible de continuer à émettre des certificats pour se rendre dans un pays qui le demanderait encore ou qui le demanderont encore à l'avenir. Et comme j'avais eu l'occasion de le dire avant la votation, je le répète après la votation, il n'est pas question de réintroduire le certificat en Suisse. Par contre, nous n'avons pas d'influence sur ce que font d'autres pays et donc cette mesure permet de garantir la capacité de déplacement de la population. Et enfin, troisième point, c'est une bonne nouvelle pour la recherche. Car des médicaments prometteurs, notamment pour lutter contre le Covid long, sont sur le point d'être mis sur le marché. Et la prolongation de cette base légale était donc nécessaire pour permettre au processus d'aller à son terme dans le bon ordre. Voilà, meine Damen und Herren, wir haben viel gelernt in dieser Pandemie. Seit Mai stuft die WHO Covid-19 nicht mehr als gesundheitliche Notlage internationaler Tragweite ein. Wir können damit sagen, die Pandemie ist vorbei. Das Virus ist aber noch immer da. Und wir müssen weiterhin wachsam bleiben. Das hat auch übrigens die WHO auch allen Ländern empfohlen. Und gerade deshalb erarbeitet das BAG derzeit eine Strategie zum langfristigen Umfang mit Covid-19-Erkrankungen und den Folgen. Das ist eine Endemie-Strategie und die wird im Herbst vorgestellt. Merci, Monsieur le Président. Nous prenons vos questions sur ce troisième thème. Avez-vous des questions? Ça ne semble pas être le cas. Donc nous concluons cette conférence de presse ici. Je vous remercie d'y avoir participé. Je vous souhaite une excellente soirée.